verabschieden in die Berufstätigkeit. Ich sehe hier im Raum viele Eltern und sie haben in ihrem Studierendenjahr in den letzten 2 bis 10 Jahren viel Geld gegeben, vermutlich mal, damit sie aus studieren konnten. Und wie die Wirtschaftswissenschaftler so schön sagen, erwarten sie vielleicht einen Return of Investment. Und deswegen müssen die jetzt mal schnell an die Schule. So, und da werden wir heute jetzt ein bisschen drüber reden, mit dem Geld verdienen und Geld besitzen, von dem sie dann hoffentlich vielleicht ein bisschen wieder zurückkriegen. Das soll letzten Endes zu Konsum und Glück führen. Also zu ihrem Glück und ja, Konsum ist auch nicht. Ich sage das nicht so aus der Motivation heraus, sie hier irgendwie zu belehren, sondern das ist eigentlich ein ganz altes Thema. Wir haben ja die Diskussion auch mitgekriegt über Werte in Deutschland, und sind wir Christen oder mit dem Islam gehen wir da um, und da möchte ich dann noch ganz kurz darauf verweisen, auf die christliche Habiturie, hier mal günstigerweise im Schwarz-Weiß-Laden. Sie sehen aber doch ganz klar, Glück ist nicht unwesentlich davon abhängig, was ich für eine Wand trage, und ich muss mich grundsätzlich entscheiden, ob ich jetzt auch Lesers mal verleihe. Ich muss mich entscheiden, möchte ich zur grauen Masse gehören oder möchte ich herausstechen. Möglicherweise ist das für den Konsum und das Geld für den besser, wenn ich herausstecher aus der Masse. Die Psychologie sagt da auch Grund und Figur. So. Und da geht es ja nun darum, wie komme ich zum Glück. Ein paar von meinen Studierenden, die mit mir zusammen an der Uni sich bewegt, kann wissen, ich bin so ein Mensch, wir haben das vielleicht auch schon gehört, dieses Telefon hier ist öfter in meinem Studium genannt worden als Beispiel für gute Usability, und das Zentrale von diesem Telefon, was mich persönlich sehr glücklich macht, ne, es ist teuer, ich habe es teuer gekauft, Konsum und Glück, ne, macht mich glücklich, ist der Touchscreen. Ja? Ich kann dieses Telefon anmachen, darauf vorstellen. Und hier sehen Sie grundsätzlich mal die Funktionsweise. Wenn Sie jetzt als Eltern nicht wissen, wie das funktioniert, fragen Sie Ihre Tochter oder Ihren Sohn. Die sollten das jetzt inzwischen wissen. Ich kann Ihnen das sagen. Wenn Sie Pech haben, kriegen Sie Sonne. Dann sagt der Sohn oder Ihre Tochter, Mensch, von Mama und Papi ist doch ganz einfach. Ne? Also stellt vor, das sind 2 Integer, ne, A und B, und 2 Floats, also 2 Zahlen, die kein Integer sind. Und am Anfang muss ich die erstmal initialisieren. Sagen wir mal, A ist einfach 3. Ne? B ist gleich A, und so geht es weiter. Und das Zentrale ist eigentlich hier hinten, ne? Ich darf keine Ganzzahldivision durch 0 machen. Wenn ich durch 0 teile, kein Konsum, kein Glück, schlecht. Das ist das, was ich davon merken muss. Ja. Wert von a zum Quadrat ergibt 9. Ne? 3 zum Quadrat 9, Sie erinnern sich noch, das müssten Sie auch ohne Abschluss im Comedia eigentlich noch auf die Welt. 9 durch 7 ergibt hier so eine Float, und da sehen wir auch ganz klar, warum wir eine Float brauchen. Ne? Eine Zahl, die auch hinter Komma und Bar Zahlen. So, und dann sehen wir hier noch eine Verkettung. Das tut jetzt alles nicht zur Sache. Wenn Sie das nicht verstehen, dann fragen Sie, wie gesagt, Ihre Tochter an. So, ja, das sind Handy von Apple. Das ist ein gutes Beispiel für gelungene Usability und gelungenes Design. Im Gegensatz hier zu dieser Orangenpresse von Philippe Schaar. Die sieht zwar ganz toll aus, ein großartiges Beispiel für sogenanntes Emotional Design. Das ist von Alessi. Soll uns ansprechen, aber ich kann Ihnen berichten, funktioniert überhaupt nicht. Ne? Das ist eine totale Sauerei, klappt nicht. Wenn Sie Ihre Kinder hinterher richtig viel Geld verdienen, ne? Und vielleicht in so einem Haus hier wohnen, ich weiß nicht, ob Sie es wussten, das ist mir gerade erzählt worden, das ist hier mal ein Privathaus gewesen von einem jemandem, der in Thyssen gearbeitet hat. Ja? Also wenn Ihre Tochter, Ihr Sohn später in so einem Haus wohnt, dann wird das passieren, dass auf der Theke, auf der Marmortheke in der Küche, so eine Saftpresse steht. Kann sich sicher sein, in der Schublade ist noch so ein 99-Cent-Ding von Lidl, ne, mit dem dann Orange eigentlich ausgelöst ist. Also nicht verzweifeln, wenn Sie dann noch morgens runterkommen und das Bedienstenpersonal ist noch nicht da, dann möchten Sie sich die Orange nicht auspressen. Irgendwo gibt es eine vernünftige Orangenpresse. So, wir wollten aber eigentlich über Konsum und Glück reden, und der Weg dahin ist nicht einfach. Das sehen Sie hier an diesem Stück, ja, irgendwo in
den ganzen Feiern und Kästchen hier verbindet, verbirgt sich das Glück. Und hier sehen Sie, Media Consumption, der Konsum von Medieninhalten führt zum Glück. Ja? Deswegen haben Sie auch Ihre Töchter, Ihre Söhne, angewandte Kognition in Medienwissenschaften studieren lassen, ne? Damit die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie zum Glück. So. Glücksspiel. Das ist natürlich wäre so eine Alternative dazu gewesen. Ja? Ich komme aus Gelsenkirchen, da gibt es ganz viele Spielhallen, in Duisburg ist das nicht anders. Also aber Glücksspiel kann ich Ihnen sagen, Ihre Töchter, Ihre Söhne, die haben jetzt auch Statistik gelernt. Ne? Die können Ihnen inzwischen sagen, warum das mit dem Glücksspiel nicht so richtig funktioniert. Das ist kein guter Weg zum Glück. Ja? Selbst wenn Sie in der Spielbank denken, ich setze mal auf schwarz, dann habe ich jetzt eine 50-50-Chance, sollten die Absolventen jetzt in der Lage sein zu sagen, nee, Mama, Papa, selbst schwarz bringt nichts, weil die Mehrzahl der Zahlen sind schwarz und rot, aber es gibt immer noch die grüne Null. Und die sorgt dafür, dass die Bank am Ende immer gewinnt, weil die Chance selbst auf rot nicht mal 50% ist. So. Jetzt haben Sie also Ihren Sohn, Ihre Tochter gefragt, haben, wie sieht es jetzt aus mit dem Geld? Wie muss man mein Geld wieder zurückkriegen, was ich investiert habe? Ich will konsumieren, ich will glücklich werden, wow, wie geht das denn? Ja, wenn Sie dann in den Augen Ihres Sohnes, Ihrer Tochter solche Zahlen vielleicht sogar noch in der ganz ungünstigen Kombination von links, aber nur rechts oder so, ja, dann haben Sie Probleme. Ja, also Probleme hat irgendwas nicht ganz geklappt. Wir sind eigentlich mit unserer Quote ganz zufrieden. Wir schaffen es ungefähr zwischen 63% und 72% der Absolventen so hinzukriegen, dass sie hinterher glücklich konsumieren können. Ja, mit dem Rest kann das passieren, dass sie so eine Anzeige kriegen, dann ist das Modell defekt. Dann können Sie das nicht tun.